Das war, soweit ich mich erinnern kann, eine Frage aus dem Forum. Und zwar wollte jemand diesen Bereich erweitern, nach vorne kommen lassen, sodass der hier tangential endet. Ja, das sehen wir gleich. Moment, Ende kann man das hier sehen, das Ergebnis. Das war gewünscht, also dass dieser Bereich hier nach vorne erweitert wird und dass diese Kante hier tangential auf diesem Zylinder endet oder beginnt. Dass das hier quasi einen glatten Übergang gibt. Wenn man das drüber herfühlen würde, fühlt man hier keine Kante. Das ist glatt. Und das ist nicht trivial. Das ist schon heftig. Da haben auch einige sich dran verbissen. Und da habe ich den Sketcher für genommen, weil da ist die Rosine im Sketcher, ist tangentiale Verbindung, tangentiale Übergänge. Das ist einwandfrei, da kann man da gut mitarbeiten. Und deswegen haben wir eine schöne Sketcher-Übung mit Tangentialität. Und das ist dann wiederum auch möglich, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer Step-Datei. Also das ist jetzt egal, ob das jetzt ein FreeCAD-Teil ist. In diesem Fall waren es einfach nur Grundkörper. Ja, okay, das ist also auch zwar hier parametrisch, dieser Cube und dieser Zylinder, aber es hätte auch eine Step-Datei sein können, das spielt keine Rolle. Es hätte auch ein Part-Design-Teil sein können. Hier ist also alles als Startbedingung möglich. Und hier können wir mit dem Sketcher halt eine schöne Lösung hinkriegen. So, ich lasse es mal durchlaufen, damit man mal sieht, wie das hier abläuft. Als erstes schneiden wir mit unserer bekannten Schneidfunktion in Arch oben und unten die Überstände ab, damit wir Referenzierkanten erhalten. Weil, Moment mal eben. Ja, diese beiden Teile sind hier nicht verbunden. Das heißt also, diese Kante hier, die kann man zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht greifen. Wenn das jetzt verschmolzen wäre, dann hätte man da vielleicht was machen können. Ja, es gibt sicherlich auch noch andere Ansätze, um jetzt in die Startsituation zu kommen. Das ist jetzt einfach jetzt das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Also das muss jetzt nicht das Eleganteste sein. Ja, also es geht in dieser Übung auch nicht um das Ermitteln dieses Punktes, sondern es geht um diese Tangentialität. Das ist das Komplizierte. Das ist im Prinzip der Knackpunkt in der Sache. Also schneiden wir erstmal mit einer relativ bequemen Funktion einfach oben und unten das weg, was wir nicht brauchen. Gehen dann in den Sketcher, wählen eine Ebene aus, worauf wir das drauflegen, können jetzt mit Referenzieren einer Geometrie eine Tangente erzeugen. Das ist im Prinzip das, worum es jetzt hier geht. Und die parken wir bewusst entfernt von dieser Kante, um zu sehen, was passiert. Das lässt sich direkt hier drauf gehen, dann wird schon so eine Autofangfunktion da aktiv und dann wird irgendwas dann schon da beschränkt. Das ist dann dem Zufall überlassen. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier das konkret steuern, was hier passiert. Parken also hier ein bisschen außerhalb und können jetzt ganz gezielt sagen, dass diese beiden Sachen jetzt tangential zueinander sein sollen. Und jetzt ist das schon hier erledigt. Das heißt, dieser eine tangentiale Punkt ist jetzt schon erzeugt. Dann machen wir das gleich auf der anderen Seite auch nochmal mit Ebene anwählen, Skizze drauflegen, externe Referenz und wieder so eine Tangente irgendwo parken. Selektieren und dann die ganz konkrete Beschränkung Tangentialität anwählen. Und dann haben wir schon die beiden komplizierten Punkte hier erzeugt. Nämlich von hier bis hier soll ja die Geometrie erweitert werden, quasi ruckelfrei.
Und jetzt können wir hier ein Punkt und eine Linie nehmen, um die neue Skizze zu definieren und hier drauf zu legen. Und dann ist die falsch rum, dann können wir die wenden mit Reverse. Wir können jetzt hier wieder mit externer Geometrie von den anderen beiden Skizzen die Referenz reinholen und ein Rechteck erzeugen von da oben bis hier unten. Und das können wir jetzt extrudieren entlang einer Kante. 10 mm. Und davon schneiden wir jetzt die Überstände wieder ab mit unserer bekannten Funktion. Das finde ich immer sehr intuitiv. Jetzt sind wir auch schon fast am Ziel. Jetzt können wir unser neues Ergebnis rüberholen, rausfiltern in eine neue Datei. Und dazu unsere Startgeometrie dazu laden. Dann das Neue mit dem Alten verschmelzen. Dann über Refine, ja, das gibt noch eine andere Möglichkeit, um das mal gesehen zu haben. Man hätte auch jetzt hier wieder über Fusion, Data Tab, Refine gehen können, aber das wird halt nicht immer angeboten. Es gibt also Fälle, wo ein Ergebnis entsteht, wo irgendwelche gewünschten Linien drin sind, aber man hat hier kein Angebot, Refine True zu setzen, dann gibt es halt über Part eine generelle Funktion, um das zu erledigen. Deswegen hier der andere Weg, um das mal gesehen zu haben. So, dann kann man das auch noch verschmelzen. Und dann haben wir diese komplexe Aufgabe erledigt in 2 Minuten 30 Sekunden. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es da die wildesten Vorschläge im Forum mit allen möglichen Verrenkungen, die natürlich erheblich länger gedauert haben und auch sehr komplex vom Ansatz waren. Aber dieser Ansatz erscheint mir intuitiv und nachvollziehbar. Ja, es ging ja letztes Mal auch schon um die Frage, was für Überlegungen stellt man jetzt an im Vorfeld, wenn man also jetzt eine Aufgabe gestellt bekommt oder aus sich selber eine Aufgabe stellt, dass man im Moment darüber nachdenkt, wie macht man das jetzt? Und dann ist es teilweise durchaus sinnvoll, da auch mal ein paar Minuten Zeit zu investieren, als einfach loszulegen, um dann vielleicht nach einer halben Stunde festzustellen, das wird nichts, das ist also alles zu komplex und wird instabil und langsam und so weiter und so weiter. Dann macht das teilweise Sinn, teilweise im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit zu investieren in den Vorabüberlegungen, als dass man einfach drauf loslegt und dann festzustellen, man muss noch mal von vorne anfangen. Und das wäre dann zum Beispiel hier jetzt die Überlegung, die ich jetzt anstellen würde. Ich gehe nochmal auf Anfang. Dass man sich jetzt überlegt, wie komme ich jetzt an diese Tangente ran? So, und das wäre jetzt zum Beispiel so, um jetzt den oberen Punkt dieser Tangente zu bekommen, müsste ich ja einmal hier einen Schnitt haben. Also den Schnitt, der hier von dieser Ebene her erzeugt wird. Das heißt, wenn ich von dieser Ebene her einen Schnitt machen würde, dann könnte man ja sagen, dass dieser Punkt der Tangente auf dieser Schnittkante liegen muss. Und oben und unten das gleiche. Also auch wenn ich da einen Schnitt hätte, könnte man sagen, dass dann eben die gewünschte oder die gesuchte Linie auf dieser Schnittkante hier oben beginnt und auf der Schnittkante da oben unten endet. Und wenn man jetzt die Aufgabe hat, dass dieser Punkt auf dieser Schnittkante hier tangential auflaufen soll, dann kommt der Sketcher ins Spiel. Also das würde ich mal sagen, dass in den meisten Fällen, also deutlich über 50% der Fälle, eine Tangente im Sketcher am einfachsten zu erzeugen ist.
sodass also, wenn irgendwas tangential sein muss, man da schon mal gut orientiert ist in dieser Richtung. Und dann hat man im Prinzip jetzt das Strickmuster ja auch schon fertig. Das heißt, durch die Schnitte und durch den Sketcher erhalte ich quasi diese Linie, die hier das Problematische oder das Komplizierte an der Sache ist. So, wenn ich die habe, dann kann ich ja daraus in der Ebene der Linie einen Körper erzeugen, ein Rechteck oder irgendetwas, was auch übersteht, das spielt ja keine Rolle, was also jetzt hier diesen Bereich abdeckt, nach hinten extrudieren und dann zusammen schmelzen und schneiden, dass dann hier diese restlichen Übergänge gleichmäßig sind. Also das wäre dann so ungefähr die Überlegung, die ich mir dann im Vorfeld anstelle. Aber es ist nicht so, dass selbst nach Jahren von CAD und also nach Jahrzehnten von CAD und nach Jahren von FreeCAD, man immer damit durchkommt. Das kann also durchaus sein, dass dann die grobe Richtung zwar gut ist, aber dass man dann noch hier und da abbiegt, auf dem Holzweg gerät und dann auch wieder zurückgeht und anders abbiegt und anders weitermacht. Und da ist auch dann wieder diese Empfehlung zu gebrauchen, dass man alle paar Minuten mal abspeichert, um in dem Fall, dass man auf dem Holzweg geraten ist, nicht wieder von vorne anfangen muss, sondern so weit nur zurückgeht, bis man an dem Punkt ist, wo man auf dem Holzweg gekommen ist, wo man dann weiter mit einer anderen Version, einer anderen Technik dann weitermacht. Und das ist dann wiederum auch leistungsfähiger als dieses Undo, weil wenn ich hier irgendwie Feierabend mache und meinen Computer beende und ausschalte und am nächsten Morgen mache ich weiter, dann kann ich mit Undo nicht wieder zurück, weil dann ist da ein Schnitt. Und mit dieser Abspeicherung alle paar Minuten kann ich dann beliebig weit zurückgehen. Das nur nochmal als Wiederholung. So, wir starten jetzt mit dieser Übung. Hat jemand das Beispiel nicht auf dem Bildschirm? Dann legen wir los, indem wir hier in Arch die obere Ebene anwählen und mit der Entschuldigung, ich habe eine Sache vergessen zu erzählen. Wir selektieren als erstes den Zylinder und dann als zweites mit gedrückter Steuerungstaste die Schneidebene. Wir tätigen dann diese Schaltfläche zum Schneiden mit Ebene. Jetzt ist das hier die Voransicht falsch rum. Wir wollen ja das obere wegschneiden, deswegen schalten wir hier um. Jetzt ist die Voransicht richtig. Okay. Und haben jetzt schon mal oben den Schnitt, der diese Kante hier erzeugt, die wir brauchen, um jetzt den Startpunkt hier drauf zu legen von der Tangente. So, dann wählen wir nochmal den Zylinder an. Dazu mit gedrückter Steuerungstaste die Ebene. Dann wieder schneiden mit Ebene. Voransicht ist falsch. Umschalten, okay. Und bevor wir jetzt in den Sketcher reingehen, wiederholen wir das nochmal hier. Im gleichen Stand sind. Wir selektieren zuerst den Zylinder, dann mit der Steuerungstaste die Schneidebene, dann die Schaltfläche für Schneiden mit Ebene in Arch. Die gibt es nur in Arch, nicht in Paar, in Draft. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich Arch als Hauptwerkbank habe, weil Draft da vollständig enthalten ist. Und zusätzlich solche Dinge sind wie diese Schneidsachen oder Messengeschichte und diese Profilgeschichten, dieses Rohr, ja, das sind alles sehr, sehr leistungsfähige Sachen. Selbst das Fenster kann man gebrauchen, um Durchbrüche zu machen oder irgendwelche Löcher in irgendwelche, also rechteckige Löcher in irgendwelche Konstruktionen reinzukriegen. Ruckzuck, da wird einfach das Fenster eingebaut und ausgeblendet. Also das ist wirklich, wirklich gut. Dann wechseln wir in den Sketcher und egal ob wir jetzt unten oder oben anfangen, spielt keine Rolle, wir fangen jetzt mal unten an. Wir selektieren jetzt die Ebene, worauf diese Skizze gelegt wird und das ist jetzt schon
das erste Ding, wo im Forum und überall im Internet davor gewarnt wird, wegen dem Topological Naming Problem, dass man das nicht machen soll, dass man eine Skizze auf irgendwas drauflegt. Weil wenn dann sich das, worauf die Skizze liegt, ändert, kann das alles auseinanderfliegen. Das ist alles richtig, aber wenn wir jetzt den Sketcher nur ganz gezielt einsetzen, so wie hier für eine tangentiale Geschichte und so, dann ist die Gefahr, dass da anschließend was passiert, relativ gering, weil wir ja nur ausnahmsweise im Sketcher arbeiten. Das ist dann sowas wie ein Sechser im Lotto. Also das würde ich jetzt hier nicht überbewerten. Wenn das jemand nicht möchte, kann er mit so Sachen arbeiten wie Subshape Binder und von dem Subshape Binder eine transformierte Kopie machen und hat dann etwas, was entkoppelt ist von der Geometrie und was auch Topological Naming sicher ist und könnte dann diese transformierte Kopie verwenden, also des Subshape Binders, um da die Skizze drauf zu legen. Und wenn dann sich das darunterliegende Teil verändert, wird alles stabil bleiben, weil wir nicht damit gekoppelt sind. Und diese Methode ist wesentlich einfacher als das, was im Forum vorgeschlagen wird, dass man nämlich dann über Placement sich die Skizze so hinruckelt, dass sie da liegt, wo sie hin soll. Also das ist auf den Hauptachsen noch einigermaßen machbar, aber wenn irgendwas schräg ist, dann bricht man sich da wieder die Ohren. Da ist es also viel einfacher, dann eben diesen Subshape-Binder zu machen, davon eine transformierte Kopie, darauf die Skizze zu legen, hat man sie ganz interaktiv durch direktes Modellieren ganz entspannt und einfach schräg im Raum liegen und hat kein Topological Naming Problem. Da wird übrigens zurzeit dran gearbeitet, wahrscheinlich gibt es in Kürze, also ich vermute mal bis zum Sommer, die Version 1.0. Also das ist gar nicht so unwahrscheinlich, wo dann das Topological Naming Problem auf ein übliches Maß reduziert ist, was andere CAD-Systeme auch haben, was also irgendwo bauartbedingt nicht ganz wegzubekommen ist. Aber im Moment ist FreeCAD da also schlechter als die anderen. Also das ist da sehr viel empfindlicher als andere CAD-Systeme an der Stelle. Ich vermute aber, dass es dann bis zum Sommer mit den anderen dann gleichzieht. So, jetzt haben wir also diese Ebene selektiert, gehen dann auf Skizze und dann schlägt er auch vor, dass man dieses Face dann verwendet. Okay. Und dann können wir mit dieser Funktion hier, diese externe Referenz, die haben wir im Grundkurs wahrscheinlich schon mal gehabt, uns eine externe Referenz holen, nämlich dieses Oval, was dieser Schnitt ist. Damit wird dieses Oval nicht in die Skizze geholt als Element. Wenn man sowas möchte, das ist teilweise sehr interessant bei vielen Referenzen, dann sollte man die Real Thunder Version verwenden. Da gibt es nämlich neben dieser externen Referenz darunter noch ein Aufklappmenü, dass das auch gleich die Geometrie rüberholt. Dann hätte man also quasi dieses Oval in der aktuellen Skizze schon drin. So, hier müsste man das Oval jetzt nachkonstruieren, wenn man das jetzt haben wollte. Das ist schon wieder nicht so ohne. Also deswegen, für solche Fälle will ich dann noch den Real Thunder starten und sowas im Real Thunder machen, wenn da so viele Dinge zu referenzieren sind in der Skizze und man möchte die Geometrie da drin haben. So, jetzt brauchen wir aber dieses Oval hier nicht, sondern wir interessieren uns ja für diesen Punkt, der tangential hier startet und hier endet. So, das ist also auch kommerziell, also klassisch zu machen über eine Geometrie, aber das ist ja unnötige Arbeit, wenn FreeCAD das als automatische Funktion anbietet im Sketcher. Deswegen ist das hier eine Rosine. So, dann erzeugen wir eine Linie. Die beginnt jetzt hier im Ursprung und dann darauf achten, dass der Punkt gefangen ist. Und das Ende platzieren wir jetzt in der Nähe
also nicht hier drauf gehen, dann wird da schon durch irgendeine Automatik irgendwas passieren, was wir eventuell gar nicht wollen. Also absichtlich daneben. Und dann selektieren wir diesen Punkt und dazu das Oval. Und hier kann man die Steuerungstaste dazu drücken aus Gewohnheit, hat aber keine Funktion. Das geht also im Sketcher auch ohne. Also es, man selektiert einfach so lange etwas dazu, bis man das gewünschte Ergebnis hat. Und wenn man wieder ins Nichts klickt, wird das wieder deselektiert. Auch die Reihenfolge dürfte hier egal sein bei dieser Funktion. Es mag hier welche geben, wo es nicht ist. Also ich bin jetzt kein Sketcher-Spezi, der hier alles kennt. Also ich habe nur diese Rosinen hier in Benutzung. Und jetzt drücken wir anschließend diesen Knopf für die Tangentialität. Und dann erzeugt er nämlich automatisch hier den tangentialen Übergang. Und das ist das Schöne daran, dass man jetzt nichts selber konstruieren muss. Und das ist auch super genau. Das ist nicht irgendwie so ähnlich oder knapp, sondern knapp daneben, das ist exakt. So, mehr wollen wir gar nicht hier. Gehen wir auf Close. Und das gleiche machen wir dann oben nochmal. Aber erstmal bis hierhin das Ganze nochmal. Langsamen Schritten. Als erstes wechseln wir in die Sketcher-Werkbank und wählen hier die untere Ebene an, um darauf die Skizze zu legen und gehen dann auf den Knopf Skizze erzeugen und bestätigen jetzt hier, dass wir auf diesem Face die Skizze liegen haben wollen und erzeugen jetzt mit diesem Symbol eine externe Referenz von dem Schnitt, diesem Oval. So, linke Taste oder Escape, glaube ich, dann kommt man da raus. Dann Linie erzeugen und wir fischen hier in der Gegend so lange, bis dieser Punkt erscheint, Punkt auf Punkt Bedingung. Hier ist das Fischen ein bisschen anders. Beim Sketcher, beim Draft und Arch wird man zum Beispiel hier ungefähr fischen gehen, um mit Fangen Ende diesen Punkt zu holen. Hier muss man schon ziemlich genau mit der Maus tatsächlich den Punkt überfahren und darauf parken, um den zu bekommen. Also das ist jetzt hier ein bisschen anders, dieses Einfangen im Sketcher als in Draft und Arch. Wenn aber dieses Symbol hier aufleuchtet, dann haben wir es gefangen, dann die Maus stillhalten, Klick. So, und jetzt parken wir hier bewusst, oder wir enden die Linie hier bewusst neben dem Ziel, damit wir hier ganz gezielt die Bedingung setzen können. Wählen dann den Punkt und unsere externe Referenz an. Die Reihenfolge dürfte egal sein. Steuerungstaste braucht man nicht, kann man machen. Und betätigen dann diese Taste hier, Tangentialität. Und haben dann automatisch unser Ziel erreicht, dass das hier tangential anliegt. Einmal noch. Als erstes wechseln wir in den Sketcher, wählen hier die Ebene an, worauf die Skizze liegen soll, betätigen die Schaltfläche für Sketcher oder Sketch erzeugen, bestätigen, dass wir hier auf dieser Ebene arbeiten wollen, starten den Befehl externe Geometrie und in dem Augenblick, wo wir mit der Maus auf dieser Kante sind, wird die gehighlightet und klicken dann linke Taste darauf und dann müsste die rot werden. Das ist dann das Zeichen dafür, dass das geklappt hat, dass also diese externe Referenz jetzt geholt ist. Dann können wir mit der Escape-Taste oder linke Taste wahrscheinlich auch den Befehl beenden und starten den Linienbefehl. Wir fahren dann ziemlich genau auf diesen Punkt. Das ist dann wieder ein bisschen anders als bei Draft, dass also dann hier die Bedingung, die er fängt,
angezeigt wird, Punkt auf Punkt. Dann die Maus stillhalten, linke Taste Klick. Und das Ende der Linie in die Nähe, nicht hier drauf. Das macht in vielen Fällen Sinn, im Sketcher so zu arbeiten, dass man also erstmal bewusst daneben klickt und dann ganz gezielt die Bedingung erzeugt, die man haben möchte, damit nicht die Automatik da loslegt und irgendwas macht. So, dann wählen wir die beiden Sachen an. Mit ohne Steuerungstaste ist egal, Reihenfolge ist egal. Und dann diese Schaltfläche, um die Tangente zu erzeugen, um die Tangente zu vervollständigen. Ist jemand nicht bis hier gekommen? Wunderbar. So, dann beenden wir die Skizze, drehen das ganze Ding und machen oben das gleiche. Also erst die Ebene anwählen. Das muss jetzt eine Wiederholung. Skizze drauflegen. Externe Referenz, Schnittkante holen, also diese Schnittfläche, Schneidebene holen, Linie erzeugen, Mittelpunkt, also vom Koordinatenursprung hier in diesem Fall, daneben parken, beides selektieren, Tangentialität und schließen. So, jetzt möchten wir eine Skizze erzeugen, die in der Ebene liegt von dieser Linie und dem Punkt. Und das ist so ähnlich wie im Draft, da kann man ja auch mit einer Linie und einem Punkt die Arbeitsebene eindeutig definieren. Und genauso kann man hier auch eindeutig Skizzen positionieren. Und das machen wir jetzt, indem wir hier unten heranzoomen und den Endpunkt der Skizze selektieren, dass nur dieser Punkt leuchtet und nicht die ganze Linie. Und dann mit gedrückter Steuerungstaste die obere Linie, was der obere Sketch ist, dazu selektieren. Und jetzt haben wir quasi diesen Sketch, diese Linie und den Punkt selektiert. Das reicht aus, um die neue Skizze zu positionieren, wie wir sie haben wollen. Wenn wir nämlich jetzt in dem Zustand die Taste drücken für Skizze, drei Punkte oder drei Punkte Plane sagt, dass es passt hier für diese Situation, dann erzeugt er die Skizze, so wie wir sie haben wollen, aber wir gucken jetzt von hinten da drauf und das ist jetzt zum Konstruieren ungünstig. Da kann man zwar auch irgendwie diese Schaltfläche betätigen, um in anderen Fällen sich die Sicht zu verschaffen. Aber in diesem Fall wäre das ungünstig, weil dann sieht man gar nichts mehr, weil dahinter ist ja nichts mehr. Wenn man so mittendrin ist, wenn da so irgendeine Skizze irgendwo in so einem Sandwich-System drin ist, dann kann man darüber oft sich die Sicht verschaffen, die man braucht. In diesem Fall müsste man die Skizze umklappen und dann schließen wir die sofort wieder mit Close. Und können dann hier bei, wenn wir den Sketch angewählt haben, im Data Tab auf Map Reverse auf True stellen, dann die Skizze nochmal neu öffnen, dann gucken wir von oben drauf, also von der Seite, wo wir auch was sehen können. Ja, das wäre bei dieser einfachen Sache jetzt vielleicht auch anders gegangen, indem man einfach gesagt hat, egal, aber das ist schon sehr wichtig, diese Map Reverse Sache, dass wir das mal gesehen haben, weil das sehr oft sehr hilfreich ist, dass man also dann von der Seite an die Skizze rankommt, wie es angenehmer ist. So, und dann holen wir uns wieder externe Referenzen, nämlich die beiden anderen Skizzen und erzeugen dann ein Rechteck von hier oben von der Ecke bis da unten. Und damit haben wir diese Kante erzeugt und auch die Ebene. Das ist genauso die Aufgabenstellung gewesen. Im Prinzip haben wir jetzt die komplizierte Geschichte erledigt, dass wir hier diese Ebene jetzt erzeugt haben, die hier tangential an diesem Zylinder beginnt,
wo hier ein glatter Übergang ist, wo man so herfühlen würde, hat man hier keinen Versatz und keine Stufe und keinen Hubbel. Das wäre jetzt hier glatt. So, bis hierhin. Um jetzt die neue Skizze an die gewünschte Position zu bekommen, gehen wir nahe ran an das Ende der Skizze. Jetzt fällt hier auf, dass es so aussieht, als würde die Tangente gar nicht wirklich hier anliegen, sondern so einen Millimeter Abstand haben. Das wäre ja sehr ungenau. Ja, dann würde man das schon fühlen. Und das wäre ja auch, wenn es jetzt ein Maschinenbauteil wäre, was jetzt einen glatten Übergang braucht, um verschleißfrei zu laufen, wäre das einfach Schrott, wenn man sowas produzieren würde. Das ist aber nur eine Darstellungssache. Und zwar sieht man ja hier, dass hier eine Linie offensichtlich läuft, die hier eine Ecke hat und hier weiterläuft. Das ist im Prinzip eine vereinfachte Darstellung des Kreises oder des Ovals von dieser Geometrie, die wir da haben. Und das ist deshalb so, damit FreeCAD schnell läuft. Wenn das also jetzt hier wirklich rund dargestellt werden würde, dann hätte man bei großen Konstruktionen ein sehr langsames FreeCAD. Und dazu kann ich mal eben was hier im Live-System zeigen. Wenn ich jetzt hier einen Teil habe, wie eine Kugel, dann sieht man das hier auch, dass die Kugel nicht rund ist, sondern hier eine Gerade läuft mit einer Ecke und dann geht es hier mit einer Geraden weiter. Hier kann man es auch noch sehen. So, das ist im Prinzip die Voreinstellung, wenn man sich die hier unten mal anguckt. Deviation nennt sich das. Und das ist diese Voreinstellung 0,2. Wenn man das hat, ist das so ein Mittelding, was also einigermaßen die Kugel rund aussehen lässt, aber trotzdem das FreeCAD noch schnell laufen lässt. So, wenn man das jetzt zum Beispiel auf 0,01 setzt, dann sieht man, dass die Kugel sehr viel glatter wird. So, jetzt sieht man hier schon auch beim näheren Ranzoomen keine Ecken mehr. Das ist jetzt schön glatt dargestellt. Wobei, wenn man das jetzt im 3D-Drucker fertigen würde, würde auch das vorherige Ergebnis glatt sein, weil das immer eine vektorielle Geometrie ist, eine vektorielle Mathematik ist, die im System da arbeitet und die immer rund ist, egal wie nah man da rangeht. Das ist wirklich eine reine Darstellung im 3D-Fenster, die jetzt hier aufwendiger gerechnet ist, um jetzt, damit es besser aussieht von der Optik. So, wenn das jetzt stören sollte, wenn man jetzt irgendwie jetzt eine Präsentation hat und man will jetzt, dass wirklich, dass das ganz top aussieht und so weiter, dann kann man jetzt hier diese Einstellungen jetzt verändern. Bei kleinen Dateien ist das auch nicht weiter dramatisch. Aber jetzt bei 1000 Einzelteilen bei einer Anlage, bei einer großen Konstruktion, dann ist es erheblich, was also dann das System langsamer wird beim Zoomen und beim Kameraposition ändern und bei allem eigentlich. Das nur mal so am Rande. Also das erklärt jetzt hier diesen Abstand. Ja, wenn also jetzt hier das ohne Treppen dargestellt werden würde, dann würde auch dann diese Rundung hier das Ende der Skizze treffen. So, wir fahren also jetzt deswegen so nah hier ran, damit wir den Punkt hier sauber selektieren können. Und zwar achten wir darauf, dass wir jetzt hier, wenn wir hier draufklicken, dass dann wirklich so wie hier nur der Punkt hervorgehoben ist und die Linie weiß bleibt. Dann haben wir den Punkt selektiert. Dann selektieren wir mit gedrückter Steuerungstaste die obere Linie dazu.
Und wenn wir jetzt die Schaltfläche betätigen, um eine neue Skizze zu erzeugen, dann haben wir jetzt hier die Bedingung nicht Ebene wie vorhin, sondern drei Punkte. Das ist für ihn sowas wie drei Punkte, nämlich ist das Ende der Linie und das Ende und dieser Punkt. Dann hat er die drei Punkte und damit ist die Ebene eindeutig definiert, ähnlich wie in Draft, Bereich. Und jetzt haben wir die Situation, dass eben wir von hinten drauf gucken. Und das kann man ganz einfach lösen, indem man die Skizze einmal schließt, die selektiert hat, entweder neu anselektieren, wenn sie nicht selektiert ist, oder selektiert lassen. Und im Datentab bei Map Reverse auf True geht. So einmal ins Nichts klicken oder neu berechnen und dann die Skizze neu öffnen. Und dann gucken wir jetzt von oben quasi drauf, also von der Seite, die jetzt hier sinnvoll ist, um damit zu arbeiten. Und jetzt erzeugen wir wieder externe Referenzen. Und erzeugen damit Rechteck von hier oben links bis unten rechts, ein Rechteck da drauf, was jetzt im Prinzip der Durchbruch ist bei dieser Aufgabenstellung. Dass wir nämlich jetzt hier diese Ebene haben, die die gewünschte Verlängerung hier darstellt und den tangentialen Übergang macht. So, einmal noch. Wir selektieren das Ende der unteren Skizze. Mit gedrückter Steuerungstaste die obere Skizze dazu. Erzeugen eine neue Skizze mit dieser Schaltfläche, quittieren das mit OK, haben dann die Skizze von der falschen Seite, schließen die Skizze, schalten dann im Datentab um bei Map Reverse auf True, ins Nichts klicken oder neu berechnen, Skizze nochmal neu öffnen und haben wir das dann von der Seite, die hier günstig ist zum Bearbeiten und erzeugen dann mit externer Geometrie uns die externe Geometrie von den beiden Skizzen und jetzt erzeugen wir ein Rechteck von oben links und auch hier wieder genau drauf fahren, bis diese Vorschau hier erscheint mit Punkt auf Punkt. Bedingung. Und bis hierhin, Klick, und dann können wir die Skizze schließen.